drücken und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich mal wieder ein ganz besonderes Thema hier am Start. Und zwar erstmal einen wunderbaren guten Morgen heute hier. Oh, scheiße, lief ja mal wieder richtig gut. Und wir spielen heute nach ewig und 10 Jahren erstmal wieder eine schöne Runde Minecraft Jump League. Ja, was möchte ich heute euch mitteilen, was möchte ich euch heute erzählen? Und zwar geht es quasi schon um Jump League. Und zwar hat der Playminity-Server mal wieder etwas angekündigt. Yippie, etwas Neues quasi, beziehungsweise etwas, was es schon mal einmal gegeben hat. Ich glaube, das war das erste Mal. Das ist jetzt quasi das zweite Mal davon. Und zwar gibt es wieder ein Minecraft Jump League XXL-Event, würde ich es mal nennen, weil es spielen sage und schreibe 127 oder 128, also 127 Spieler, schreibt der Playminity-Server hier, gegeneinander Jump League. Es werden 30 Module gespielt. Normal, für die Leute, die sich vielleicht mit Jump League nicht so auskennen, sind 10 Module. In dieser Runde werden 30 Module gespielt. Und, ja, genau, 30 Module gespielt, da natürlich viele Pros auch mitmachen, ist, denke ich mal, 30 Module vollkommen fair, weil so hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn es nur 10 wären. So, genau, 30 Module und, ja, auf 5 verschiedenen Servern wird dieses Ganze gespielt. Ich bin so bescheuert, was zur Hölle tue ich hier? Ich muss natürlich, upsala, muss natürlich darauf, denk gerade so, hä? Geht ja gar nicht irgendwie, ja, genau. Geht auch so nicht, wie du das gerade machen wolltest, Patrick, aber gut. Auf jeden Fall habe ich da voll was auf dem Kopf, über dem Kopf gehabt, voll was auf dem Kopf gehabt, ey. Voll was über dem Kopf gehabt, egal, das so, jetzt aber. Zack, die leuchten mega cool, diese Jack-O-Lanternen. So, okay, wo ist die Kiste? Ah, da, okay, dann nehmen wir erstmal die Chest mit, zack, zack. Ja, was wird worum geht's überhaupt bei dem Event? Genau, es werden halt so sau viele, 30 Module gespielt. Dann gibt es am Ende in der PvP-Phase 5 Leben. Und ja, es gibt dann natürlich irgendwann einen Gewinner der ganzen Server. Ich weiß nicht, wie genau die das aufgreifen wollen mit diesen 5 Servern. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ach nee, die Gewinner, also es gibt jeweils quasi, also es gibt 5 Server, insgesamt spielen halt so viele gegeneinander, ich weiß nicht, ob die 5 mal 127 oder halt 128, weil die schreiben, du wirst gegen 127 andere Spieler spielen, ich weiß nicht, ob die jetzt 5 mal 127 Spieler-Server machen oder halt es aufteilen. Auf jeden Fall, die Gewinner der Runden quasi, der ersten Runde, auf den 5 Servern erhalten jeweils den Lifetime-Premium-Rang. Also es gibt sogar schon ordentlich was zu gewinnen, finde ich. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall alle mal bei dem Event mitzumachen. Auch wenn man vielleicht nicht so der Jump-League-König ist, vielleicht kriegt man es ja trotz dessen hin. Ist ja nicht mal unbedingt gesagt. Ja, gut, ne? Equip-Vorteil hat man ja nicht unbedingt, wenn man nicht weit kommt. Also es kommt ja immer ganz drauf an. Wenn man gewinnt, kriegt man ja Diamantschuhe hier bei Jump League. Aber so der Rest ist halt einfach wirklich, das ist ja so ein bisschen random verteilt. Die Kistenverteilung hier ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen crazy. So, zack, endlich haben wir das geschafft. Meine Fresse, ehrlich, ey. Oh Gott, hier das Modul, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ach genau, hier unten war die Kiste. Zack, zack. Im Schirm mitnehmen die Kiste. Oh Gott, jetzt geht's hier wieder weiter. Hoppala. Okay, egal, komm. So, dann gehen wir hier schnell weiter. Zack, zack. So, nice. Zack, zack. Oh Gott. Voll dran vorbeigesprungen. Warte mal, das sah gerade so aus, als wäre... Nee, okay, war eine optische Täuschung. Sah gerade so aus, als wäre da hinter mir irgendwo noch eine Kiste gewesen. Aber ist nicht so. So, Gott, wie soll man denn da reinkommen? Dieses Modul hier, das verstehe ich noch nicht so ganz. Da bin ich noch nicht so ganz irgendwie mit klargekommen. Auf jeden Fall, dieses Event wird es geben. Und zwar, ich habe noch gleich gesagt, am 2.4. um 18 Uhr auf dem Playminity-Server hier.
Also wenn ihr am 2.4. nichts vorhabt, 2.4. müsste in den meisten Bundesländern, denke ich, auch nochmal Schulferien sein, etc. Dann könnt ihr einfach mitmachen. Und natürlich gibt es für die Zweitplatzierten und die Drittplatzierten auch noch Preise. Genau. Und diese Preise gibt es ausschließlich in der ersten Runde. Also anscheinend gibt es dann auch nochmal ein paar mehr Runden. Vielleicht machen die auch noch mehr Runden. Aber ausschließlich in der ersten Runde sind Preise zu erhalten oder zu erlangen oder wie auch immer man das jetzt, oh Gott, gerne aussprechen möchte. Und ja, genau. Und zwar kriegen die Zweitplatzierten je einen Monat Premium und die Drittplatzierten erhalten 250er Cosmic Packet. Ich weiß nicht so genau, was das hier auf dem Playmunity Server ist. Auf jeden Fall gibt es ordentlich was zu gewinnen und deswegen, ja, lohnt es sich, denke ich mal, alle mal mitzumachen. Mein Gott, hier. Ey, übrigens, sagt man eigentlich zum Ostermontag, sagt man da noch irgendwie frohe Ostern oder so? Also erstmal jetzt am Sonntag sagt man ja, also halt Sonntag, am Ostersonntag sagt man ja frohe Ostern, aber wie ist denn das eigentlich am Ostermontag? Das ist irgendwie so ein bisschen so, fraglich. Ich weiß es gar nicht. Da bin ich gerade vollkommen flashbacked. Und ja, von Samstag auf Sonntag wurde ja die Uhr umgedreht. Ich finde, irgendwann, ja, jetzt vom Event-Thema jetzt hier zurück zum nächsten Thema. Ich finde, irgendwann sollte man das auch irgendwie abschaffen, dass diese scheiß Uhr umgestellt wird. Weil die Sache ist, das ist so ein Brainfuck immer, wenn man dann... Ich war gestern, also gestern, vorgestern war das ja schon, also vorgestern Nacht war ich zu dem Zeitpunkt, wo die Uhr umgestellt wurde, noch wach. Also ich habe noch nicht geschlafen und ich finde, das ist so ein Brainfuck, wenn man im Bett liegt, man guckt auf diese Uhr und sie springt von 1 Uhr 59 auf 3 Uhr um. Das ist so ein Brainfuck, finde ich. Da kommt man irgendwie über, Alter, yo. Reachen hier erstmal 200 Goal. Ich meine, gut, hab ich gesagt. Also, warum nicht, ne? Also, ja gut. Hab ich gesagt, dass die da erstmal das Goal reachen? Naja, gut, okay. Dann müssen wir jetzt wohl erstmal fighten. So, wo seid ihr denn? Hab gedacht, wir kriegen noch eine Rüstung, aber gut. Eine Rüstung, genau. Eine Kiste, wollte ich sagen. Aber gut, war wohl nicht der Fall. So, jetzt aber auf die Fresse. Zack, zack, hoppala. So, warte. Oh, oh, oh. Nice. So, oh Gott. Ich habe hier mich überhaupt noch nicht sortiert. Ich fresse jetzt erstmal was. Hui, auf jeden Fall ist das so ein Brainfuck einfach nur. Also ich finde sowas, das irgendwie, das könnte man auch abschaffen. Vor allem, ich war dann auch ein bisschen so am Sonntag, also gestern, war ich auch so ein bisschen, gestern Abend war ich so ein bisschen verpeilt einfach, weil, wenn man dann so rausguckt, ist es ja quasi so gesehen, dadurch, dass die Uhr eine Stunde vorgestellt wurde, eine Stunde länger wach, also wach, genau. Länger wach ist man dann nicht. Eine Stunde länger hell, wollte ich sagen. Ich bin auch ein bisschen verpeilt gerade, es tut mir leid. Und ja, man ist halt einfach, das ist halt einfach eine Stunde länger hell draußen irgendwie so. Und deswegen dann guckt man so auf die Uhr, oh, schon 19 Uhr, aber es ist immer noch hell draußen. Das ist so ein fucking Brainfuck, ey. Ah, Gott. Und ich finde die Stunde, man merkt sie richtig. Man ist am Tag danach, also ich war Sonntag gestern, richtig, richtig, richtig müde. Irgendwie, also man merkt es einfach direkt, dass einem diese eine Stunde Schlaf irgendwie gefehlt hat. Oh, woher kam er denn? Oh, nice, nice, nice. Jetzt können wir ihn ein bisschen probieren. Naja, jetzt wird das nichts mehr. Ich wusste es. So. Oh, 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 jetzt aber, nice, nice, wir haben ihn, weil wir haben nämlich nur noch ein Leben, Alter. Boah, die haben alle nur noch ein Leben, okay. Wir sind auf jeden Fall nicht die Einzigen, die hier fast am Verrecken sind. So, oh Gott, hier jetzt, komm, ab aufs Schiff. So, und jetzt hier über den Steg, so. Aber wir haben eigentlich gar nicht mal so schlechte Rüstung. Also wir haben noch eine relativ gute Chance hier zu gewinnen. So, warte mal, dann jetzt hier so... Ah, hier, guck mal. Oh Gott, oh Gott. Ja, nice. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Jungens. Okay, jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht von hinten
auseinandergeruppt werden. So, okay, oder von vorne besser gesagt. Oh, fuck, 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 wir haben noch... Oh Gott, wir haben nur noch so wenig Herzen. Schnell nach unten ins Wasser, ab ins Wasser. Oh Gott, er ist noch hinter uns, er ist noch hinter uns. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Jetzt hat er aber natürlich Pfeile. Die... Oh Gott. Oh Gott, nee, das werden wir nicht überleben. Das werden wir nicht schaffen, Leute. Ich wusste es. Schade, Schokolade. Schade. Hätten wir das eine Modul vielleicht noch gekriegt, hätten wir noch ein bisschen bessere Sachen gekriegt. Und hätten wir nicht einfach gerade eben einmal abgefailt. Aber gut, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann morgen hier wieder beim neuen Video. Und was wollte ich noch sagen? Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei dem Event teilnehmen werdet am 2.4. Ist ja noch ein bisschen hin, 2.4. Genau, 2.4. 18 Uhr. Ist ja noch ein paar Tage hin, aber trotzdem finde ich so ein Event ganz cool. Ich denke mal, wenn ich Zeit habe, werde ich auch dran teilnehmen. Und mal gucken, was ich so auf die Kette kriege. Bin ja auch der Profi in Jump League, wisst ihr ja Bescheid. Und ich würde sagen, macht's gut. Cheerio, bye bye. Tschüss. Feel this way forever. I'm Tyron Jackson.